Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder Star Wars Battlefront. Jetzt hier den Modus Droidenalarm auf, keine Ahnung was, irgendwas mit Tatooine, Räuberlager. Ja, habe ich es doch noch rausgefunden, das gute alte Räuberlager. Wer kennt es nicht, wer vermisst es nicht? Nee, keine Ahnung. What? Hat der mir gerade mit der Armbrust das ganze Schild gezogen? Das wäre natürlich krass. Wusste ich nicht, dass das geht. Aber interessant zu wissen. So. Versuchen wir hier mal ein bisschen was zu reißen. Und diesmal habe ich tatsächlich mal nichts zu erzählen, denn ich habe auch so den einen... Oh, das war dumm, dass ich dem gefolgt bin. Ich hätte dem nicht folgen... Ah, doch. Ich hätte dem... Natürlich habe ich den... habe ich natürlich gesehen, dass ich den locker besiege, ne? Nee. Heute habe ich mir natürlich mal kein Thema hingelegt, denn... Ich glaube, das ist auch mal ganz schön, einfach mal über Spiel zu reden. Und nicht immer irgendwie hier Thema, da Thema. Vielleicht interessiert es ja auch manche Leute gar nicht. Die denken sich dann immer, halt doch einfach mal die Fresse. Der dumme Stein ist im Weg, verdammt. Kommt die gut, die kommt gut. Ah. Der macht das auch gut. Ausgezeichnet. Sucht jetzt die anderen Druiden. So, ich versuche hier natürlich nicht irgendwie krass abzucampen für die Kills oder so. Nee. Boah, und wer wäre denn abgeschossen? Ich versuche hier natürlich einfach nur die Druiden zu halten. Den hier. Den A-Druiden, weil ich gesehen habe, dass ich hier der Einzige bin. War die Vermutung naheliegend, dass die Gegner hier in Scharen rankommen. Da unten war einer. So nicht, mein Freund, so nicht. Was will ich mit diesem doofen Schild? Also wirklich, ich kann ja auch mal gerne... Es sind ja hier wieder Ideen, die hier bei mir raussprudeln. Videos machen auch über die Power-Ups, wie ich die finde und welches davon das Beste ist und welches davon eher das Schlechteste ist. Fun Fact, Fun Fact. Das Geschütz, was ich habe, das Schild und auch die Dings hier, wie heißt denn das, dieses Resetten da, die finde ich alle nicht so dolle. Aber die sind natürlich auch situationsabhängig. Bei Transport ist natürlich das Schild richtig, richtig gut. Und ich sehe auch immer mal wieder Leute, die mit dem Geschütz ordentlich Kills machen. Ich bin bloß irgendwie nicht so einer, der das gut hinkriegt. Naja. Gut, dann sehen wir uns gleich nach dem Cut. Und weiter geht's jetzt hier mit nochmal Droidenalarm. Ich glaube, das bleibt auch Droidenalarm. Aber egal, dann machen wir mal einen Droidenalarm-Part. Ist auch nicht so schlimm. Aber leider Gottes auf meiner, ja, was heißt Hass-Map? Aber nee, die Map mag ich nicht so. Ist optisch natürlich wunderhübsch. Oh, guckt euch das mal an hier. Das sieht richtig geil aus. Wie das Licht noch gerade so durch die Äste bricht irgendwo. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin einfach ein zu krasser Blindfisch hierfür. Dabei habe ich gar keine Brille, aber trotzdem, irgendwie weiß ich nicht, ich sehe einfach die Gegner nicht. Ich habe jetzt natürlich den Vorteil hier als grüner Rodianer, ne, so hier. Wer sieht mich denn da schon? Gar keiner, sage ich euch, gar keiner. Aber ich sehe irgendwie die weißen Sturmtrooper auch nicht. Weil ich halt, wie gesagt, einfach der Überblindfisch bin. Naja, gucken wir mal, wie es läuft. Vielleicht ist ja gar nicht so schlimm, wie ich mir das hier so vorstelle. Wir haben schon die erste Rakete draufgebratzt. Der kommt doch hier irgendwo dann. Nee, hä? Wie hat denn der so lange überlebt? Oh, ich häng fest! Ich häng fest! Glück gehabt. Cool, 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 cool. So, mit Bande. Ich hänge hier auch wieder fest. Ich hänge ja nur noch fest. Habe ich den noch aktiviert? Ich glaube nicht. Ich verstehe auch nicht, warum der eine da mit mir jetzt kuscheln gegangen ist, der so in meine Arme gerannt ist, aber naja. Dadurch wurde er halt auch mit der Armbrust weggehauen. Wirklich verständlich war das für mich nicht. Oh, der eine hat 6? 1? Von denen? Warum habe ich so wenig? Ich habe 2 Kills. Ich habe doch schon 2 mit dem Bombardement gemacht, oder nicht? Bin ich mal wieder verwirrt? Ja. Verlieren wir? Ja. Ist das schlecht? Ja. Vorne ist irgendwo einer. Hinter mir auch. Überall. Ja, die habe ich echt verschossen. Ach, ey.
Weißt du, dann setzt man sich dahinter so. Das ist unfair. Setzt man sich da schon hinter so einen Stein, um da ein bisschen rumzucampen? Was passiert natürlich? Man hängt fest. Oh, hat er mich verarscht? Hat er mich verarscht? Das sah ja auch wieder geil aus. Ey, der hat mich ja sowas von verarscht. Oder waren das zwei unterschiedliche? Ey, Leute, ich kann das hier nicht alleine reißen. Wo ist mein Team hier? Ihr habt da ja eben schon wieder drei Leute auf mich gezogen. Ah, ich glaube, das wird leider nicht gewinnbar werden. Sein. Tun. Ach, dieser mit der Armbrust, der holt einen aber auch echt oft weg, ne? Kann ich auch mal wieder spielen, die Armbrust. Die fand ich ja echt damals ganz cool, als ich sie mal wieder gespielt hatte. Eine Zeit lang war die echt useless, muss man aber auch sagen. Ja, da kann ich nicht, konnte ich irgendwie nicht mehr. Ich hätte noch wegspringen können und alles. Ich weiß nicht, ich war irgendwie überfordert in dem Moment einfach. Na, immerhin hier noch den Kill gemacht. 7-4. Irgendwie total überrannt worden. Ich weiß nicht, was da los war. Komisch. Na gut, wir sehen uns dann halt bei der nächsten Runde. Droidenalarm gleich im Anschluss. Nächste Runde nochmal eventuell die Chance hier, richtig schön zu glänzen. Micha Jakku, Micha Alderaan. Okay, die sind wahrscheinlich ein Team, die beiden. Gehe ich mal davon aus, die beiden Micha-Freunde hier. Ach, ich habe doch die Armbrust reingemacht. Ach, immer dieses Rumwechseln. Ich verpeile das doch immer. So, wir springen hier erstmal hin und holen uns diesen Druiden. Der ist nämlich ganz schön hier. Und wenn das so weitergeht hier mit dem, mit der Zeit, die hier gespielt wird, der ganz normalen Rundenzeit, dann sind es hier irgendwie so 7-8 Runden, bis das hier vorbei ist. Bis jetzt irgendwie immer 2-3 Minuten die Runde. Von daher hoffe ich doch mal, dass es sich jetzt hier verbessert. Hallo, guten Tag, guten Morgen. Gib dir Deckung, Freund. Ah, na, das war's. Da waren ein paar viele Leute. Ein paar viele Leute, die uns daran gehindert. Oh, der hat es ja sogar noch angekriegt. Gut gemacht, gut gemacht. Und wer hat das hier angemacht? Du hast das, du Lump, du. Übernahme läuft. Ah, okay. Aber hier gibt es echt viele Punkte. Also Leute, wenn ihr irgendwie schnell hier Power leveln wollt in dem Spiel, Druidenalarm ist schon mal nicht schlecht dafür. So, jetzt hier den A-Punkt wohl noch. Der A-Punkt ist der wichtige, den wir kriegen müssen. Aber mal random die Granate irgendwo hingepfeffert. Hat nichts gebracht. Hahaha. Na, da ist nicht so hahaha. Ach, habe ich nicht drauf geachtet. Der spielt auch mit dem DLT. Und jetzt kann ich endlich mal hier die Armbrust reinnehmen. Die habe ich ja schon die ganze Zeit vergessen. Den sieht man aber echt schlecht da hinten, oder? Kommt mir das nur so vor. Ah, jetzt habe ich hier wieder das Problem, dass ich nicht regeneriere. Ach, und jetzt von der anderen Seite. Ja, die Deckung da ist nicht so dolle. Aber da kommt man auch echt schwer hin, ne? Zu dem Punkt, wenn die da alle rumgammeln. Die ollen Leute da. Ach, das war ein Freund. Das war sogar mein Teammate-Freund hier. Bumm. Kein Hit. Keinen einzigen Hit, obwohl ich da so viel gesehen habe. Haha. Ich häng fest. Von wegen, haha. Nein, nicht einen Hit getroffen. Super, wir gewinnen. So wie es ausschaut. Dann machen wir doch mal hier den. Boah, da hat er gecountert. Mit seinem Jetpack. Da kommt er hier an. Das ist ja auch gemein, ey. Der arme Typ. Der arme Trooper. Da setzt er schon alles da dran, irgendwie rauszukommen aus der Gefahrenzone und dann kommt der nächste. Das ist ja echt traurig für ihn. So, wo sind wohl die meisten Gegner? Hier? Ich hoffe es doch.
Zumindest einer. Meiner! Den habe ich mir verdient. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Ah, da. Ja, den haben wir eh schon gewonnen vorher. Ja. Cool. Cool, cool, cool. Ja, wie lange ging die Runde? 4 Minuten knapp. 11:04 haben wir. Gut, wir sehen uns dann nach dem Cut in der nächsten wieder mal. Also bis gleich. Hier noch schnell zeigen, kurz angeben und so. Gut, bis gleich. So, diesmal hier unterwegs wieder in den Eishöhlen von Hoth. Ich habe diesmal hier meinen Kollegen dabei. Wer ist das? Micha Jakku. Wo ist denn dein Kollege? Wo ist denn dein Micha Alderaan hin? Und Jakku schreibt man doch mit Doppel-K, oder? Ich bin mir recht sicher eigentlich, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wo renne ich denn hier eigentlich hin mal wieder, ne? Keiner hier im Sichtfeld? Ich habe die Lage unter Kontrolle. Was? Ich hatte die Lage kurzzeitig unter Kontrolle. Und er gibt mir... Ja, die Waffe ist nicht so perfekt für so eine... Ja, was heißt weite Distanz, aber schon weite Distanz, ne? Ich muss hier ein bisschen aufpassen, Leute. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Wir haben einen Druiden verloren. Jetzt zieht er sein Schild, der Hund. Ich will einen Assist. Kein Assist bekommen. Gemein. Gemein, gemein, gemein. Ah, ich wollte gar nicht mehr reinschießen. So, bisher immer recht ausgeglichen ja gewesen. Ja, jetzt habe ich gerade gewechselt. Hm, wo ist denn der hin? Der ist einfach abgehauen, der Typ, oder was? 0-1 steht's noch für mich. Ach, ich habe das aber auch so häufig, ne? Jetzt denke ich mir wieder so, die DLT ist ja auch gar nicht so eine geile Waffe. Dabei habe ich letztens noch eine ganze Weile auf Bespin immer mit der DLT gespielt. Und habe mir gedacht, geil, die ist ja richtig gut. Mist, verdammt. Und jetzt denke ich mir dann wieder so, ah, so geil ist die doch nicht, ne? Aber das habe ich so häufig, auch bei anderen Spielen. Dann denke ich mir immer so, boah, die ist ja richtig geil, die Waffe. Die spiele ich jetzt immer. Kaum wechselt man sie und dann denkt man sich so, ah, so. Und dann spielt man sie wieder mal und dann denkt man sich so, ah. So, die Überwaffe ist das jetzt auch nicht. Oh, der Timing? Der Dead Timing war ja richtig gut. Aber dass er da leider am Eisblock hängen bleibt, war auch nicht so schön. Kollege, die sind da, glaube ich, alle down. Ah, ich nehme alles zurück. Einer ist da auf jeden Fall noch. Aber nicht du. So, hier setzen wir den hin. Warum lebt er? Warum lebt denn der so lange? Robot 034. Komm, wir wechseln. Wir nehmen mal den hier. Der ist noch schlechter auf längerer Distanz, auf weiterer Distanz. Marek. Hm. Mich wundert es echt, dass der Micha raus ist. Der Micha Alderaan. Na, immerhin. Den Assist noch. Na, das will ich doch hoffen, dass wir die unter Kontrolle haben hier. Na, wieder keiner sichtbar hier. Alle hinter mir vom Zeichen. Na gut. Das war's auch schon wieder mit der Runde. Ich glaube, eine geht auf jeden Fall noch, ne? 5 zu 4. Das war die schlechteste bisher. Na gut. Also, wir sehen uns gleich wieder nach dem kleinen Cut. So, gleich wieder in die nächste Runde gestartet. Er macht hier den Robot Dance, mein Freund. Haben wir wieder den Michael? Ja, den Micha. Den Micha. Der ist wieder bei uns. Na, dann ist ja alles easy. So, auf welchem Planeten sind wir hier auf? Ich glaube, auf Tatooine, ne? Das ist aber schon der gleiche Planet da irgendwie immer wieder. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Sonnen und Monde hat denn Tatooine. Ich weiß auf jeden Fall mehr als 2 Sonnen. Aber ob es dann irgendwie auch mehr Monde dadurch gibt gleichzeitig, das ist eine Frage. Das ist eine Frage, die soll mir mal einer beantworten von euch. Denn ich möchte euch jetzt hiermit offiziell testen. Das ist der Einstiegstest hier zum... Weiß ich nicht.
zum Star Wars Grundwissen-Test, den ich leider irgendwie selbst nicht bestehen kann, aber ihr sollt ihn bestehen. Nee, keine Ahnung. Ich erzähle wieder nur Mist. Ah! Oh. Weißt du, das war ja richtig, richtig dumm. Der hat Ionenschuss und was ziehe ich? Ich ziehe das Schild, ey. Also dafür habe ich den Tod verdient gehabt. Ah, das sieht man auch recht selten, ne? Dass die Leute den Ding mit Ionenschuss spielen. Wann habe ich denn das letzte Mal gesehen? Bei mir selber habe ich das letzte Mal gesehen, als ich das mal wieder ausprobiert hatte. Ach komm, der Schuss hätte doch jetzt echt den Tod bringen können, oder? Wo kommen die denn alle her immer? Wo kommen die denn alle her, ey? Dann springt man da hin, ganz offensichtlich. Keiner ist da. Keiner guckt irgendwo. Niemand. Nichts bewegt sich. Geht man einen Schritt, schon visiert einen irgendwas an. Irgendeiner ist hinter einem, einer ist neben einem. Alle tauchen sie aus ihren Löchern auf. Warum visiert das immer mich an? Da sind 50 Leute. Sichert auf der Stelle die restlichen Energiedruiden. Ach Mann, oh, warum läuft das so scheiße? Ach, was ist nur heute? Ist der Wurm drin, ey. Zum Glück war der angehittet. Ey, jetzt kann ich hier nicht mal den Berg runterfallen, ne? Dem gebe ich jetzt auf die Fresse. Ha! Spitzenspieler? Naja, wundert mich nicht, wenn er da so hinter diesem komischen Stein da campt und wartet. Echt? Ich habe gedacht, das Ding blockt vor mir, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, dieses komische Müllding blockiert die Schüsse. Jetzt muss hier aber auch echt mal ein bisschen was passieren bei mir, sonst... Warum sind denn da oben auf einmal alle von denen? Ja, der andere ist auch runtergesprungen. Verlust. Dann holen wir uns den wieder. Guck mal, das ist ja echt mal eine ausgeglichene Runde. 31-36, das sieht man ja selten. Ich behaupte auch einfach mal, das liegt daran, dass hier die Dinger so ein bisschen weiter auseinander liegen. Und die Map ein bisschen größer ist. Mach sie bitte an. Ja. Da steht zwar, drücke E, ich drücke E, aber es passiert leider nicht. Können wir das? Nein, dann soll es doch anmachen. Was ist das für ein Move hier? Ganz komischer Move. Guck mal, das hat gar keiner angemacht von denen. Die sind mir alle auf den Fersen, glaube ich. Dass sich dieser Move, den ich da gerade gebracht habe, irgendwie lohnt, hätte ich auch nicht gedacht. Ah, die Granate lag gut, ey. Aber mein Teammate hat sich da einigermaßen geopfert. Super. Ach, shit. Freue ich mich schon, dass ich hier mal so eine Dings kriege, aber nee. Darauf freue ich mich nicht. Nehmen wir den hier. Imploder, Imploder, Imploder. Der ist auch gut. Der ist sogar noch besser, behaupte ich mal. Und da oben. Das ist auch gar nicht so einfach hier bei diesen Lichtverhältnissen zu sehen. Wie man merkt, ist hier die Map auf ja, Nachtmodus geschaltet oder so, ne? Also, ich habe ja erwähnt mit den Monden, aber das ist hier echt cool, ne? Das macht schon viel Varianz rein auch. Da kommt einer. Guten Morgen. Oh, das war doch meiner. In der Drehung. Gut, ich hole den Druiden. Der ist auch ganz schön versteckt gerade hier, ne? Der ist ganz gut zu erreichen für mich. Erobert die Druiden zurück, koste es, was es wolle. Ich war ja auch daneben gehauen, ey. Hallo. Ach, was war das denn? Ich wollte doch da hochspringen.
Jetzt gewinnen wir aber, oder? Wenn jetzt der C weggeht, dann ist das alles meine Schuld. Geht aber nicht weg. Gut. Sehr schön. Oh, da links war einer. Sieht man ihn noch im Bild. Na gut, das war's jetzt aber auf jeden Fall, denke ich mal. Das waren jetzt auch 4-5 Runden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Na gut, 10-5 ist unser Endstrand. Und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.